Du segelst auf der wunderschönen weiten See. Doch die Flut steigt und eine riesige Welle prallt mit voller Wucht gegen dein Schiff. Du verlierst die Orientierung, weil das Schiff sich auf den Kopf dreht und kentert. Gefangen in deiner Kabine sinkst du in die Tiefen der See. An Bord gibt es kaum Nahrung, Trinkwasser oder sonstige Vorräte. Wie überlebt man, unter Wasser gefangen zu sein? Es gibt nur eine Handvoll Menschen, die unter Wasser gefangen waren und davon berichten können. Am 26. Mai 2013 kenterte ein Schlepper mit Harrison Okene an Bord. Er sank über 30 Meter tief auf den Meeresgrund. Er überlebte erstaunliche 3 Tage, bevor er von einem Bergungsteam gerettet wurde. Aber es war nicht nur Glück, das ihm half zu überleben. Es war vor allem Physik. Wie lange dauert es, bis dir der Sauerstoff ausgeht? Wie wärmt man sich im eiskalten Wasser? Was tötet dich schneller als der Sauerstoffmangel? Schritt 1. Such eine Luftblase. Jeder Mensch braucht Luft zum Atmen, und zwar dringend. Im Durchschnitt können die meisten Menschen ihren Atem für etwa 30 Sekunden anhalten. Danach wird es kritisch. Wenn du nicht bereits wieder nach Luft ringst, wird dich nicht der Sauerstoffmangel umbringen, sondern das Kohlendioxid. Ohne auszuatmen kann das CO2 nicht ausgeschieden werden. Es sammelt sich im Blut. Dadurch übersäuert das Blut und tötet dich innerhalb von Minuten. Bist du in einem geschlossenen Raum gefangen, wie einem Boot oder einer Höhle, schwimme nach oben. Vielleicht findest du eine Luftblase. Eingeschlossene Luft steigt im Wasser auf und bildet eine Luftblase, in der man atmen kann. Schritt 2. Such dir eine Plattform. Jetzt, wo du ein bisschen Luft schnappen konntest, fröstelt es dich vielleicht ein bisschen vom kalten Wasser. Eine Unterkühlung tritt ein, wenn die Körpertemperatur unter 35 Grad Celsius fällt. Man beginnt zu zittern, wird müde und verwirrt. Schließlich verliert man das Bewusstsein und kann sogar innerhalb weniger Stunden sterben. Du hast deine Schwimmflügel nicht dabei? Dann solltest du etwas finden, womit du dich über Wasser halten kannst. Zum Beispiel lose Bretter. Mr. Okene benutzte eine Matratze. Das hilft, den Verlust an Körperwärme zu verlangsamen und eine Unterkühlung zu verhindern. Schritt 3. Bewege das Wasser. Du denkst, Sauerstoffmangel sei das größte Problem in einem geschlossenen Raum? Bevor du aber den ganzen Sauerstoff verbraucht hast, hat sich eine gefährliche Menge CO2 in deinem Blut aufgestaut. Spritz ständig Wasser in deine Luftblase. Die so vergrößerte Oberfläche des Wassers kann mehr CO2 aufnehmen und mindert die toxischen Werte in deinem Blut. Schritt 4. Vermeide Panik. Durch Panik und Hyperventilieren verbrauchst du viel mehr Sauerstoff. Je mehr Sauerstoff du einatmest, umso weniger ist da. Und es wird durch giftiges CO2 ersetzt. Beruhige dich mit Gedanken an tolle Menschen, Lieblingsbeschäftigungen oder an schöne Orte. Schritt 5. Auf Rettung warten. Da du auf dem Meeresboden festsitzt, kannst du nicht einfach an Land zurückschwimmen. Deine einzige Chance ist, so lange zu überleben, bis das Rettungsteam eintrifft. Selbst dann ist die Gefahr aber noch nicht vorbei. Du wirst dich in einer Dekompressionskammer an den normalen Druck an Land gewöhnen müssen. Der Dekompressionsprozess kann mehrere Tage dauern, je nachdem, wie lange und wie tief du unter Wasser warst. Aber du hast es wieder geschafft! Du hast eine der übelsten Arten, gefangen zu sein, überlebt. Wenn du also das nächste Mal in See stichst, solltest du nicht allein sein. Vergewissere dich immer, dass jemand an Land weiß, wann du zurückkehren willst. Wenn du in Not gerätst, weiß das Rettungsteam, wo es dich suchen soll. Jetzt weißt du also, wie man unter Wasser überlebt. Du solltest dich aber auch auf die Katastrophen vorbereiten, die ein solches Problem überhaupt erst verursachen können. Du sitzt auf einem sinkenden Schiff fest, atme tief durch. Wir sind da, um zu helfen. Hierbei überleben.